Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute bei uns in der Sky Lounge der DRV Mediengruppe. Zu Gast ist der Rechtsanwalt Dr. Daniel Otte, Partner bei CMS Hasche Siegle in Köln. Unser Thema ist heute das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, also das MOPEC. Aber bevor wir dazu kommen, zunächst mal herzlichen Dank, Herr Kollege Otte, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen. Was machen Sie da genau bei CMS? Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Partner seit 2019 und schwerpunktmäßig tätig im Bereich Konfliktmanagement in Familienunternehmen und insbesondere auch im Personengesellschaftsrecht. Das Personengesellschaftsrecht soll ja auch heute unser Thema sein. Der aufmerksame Leser des Bundesgesetzblatts hat ja dann im Sommer nach jahrelangen Vorarbeiten das MOPEC, also das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, im Bundesgesetzblatt lesen können. Wir sprechen gleich noch über das Inkrafttreten des Gesetzes, das ist ja noch ein bisschen hin. Aber was hat denn den Gesetzgeber überhaupt bewogen, die Personengesellschaft neu zu regeln? Ja, das Recht der Personengesellschaft in Deutschland ist ja seit 1900 nahezu unverändert, insbesondere das Recht der BGB-Gesellschaft, das hat man seit dem Kaiserreich nicht mehr angefasst. Im Recht der Personenhandelsgesellschaften sieht es ein bisschen besser aus, aber auch da ist wenig passiert. Und der ursprüngliche Gesetzgeber damals, der ging noch von der BGB-Gesellschaft als Gelegenheitsgesellschaft aus, die auch gar keine eigene Rechtspersönlichkeit entwickelt und ein reines Schuldverhältnis unter den Gesellschaftern ist. Und das entspricht eigentlich schon sehr lange nicht mehr der Rechtswirklichkeit. Es gibt sehr viele BGB-Gesellschaften, die auf Dauer angelegt sind und die nach außen hin auftreten. Ich denke da etwa an die Immobiliengesellschaften, Freiberuflersozietäten oder auch Arbeitsgemeinschaften, Joint Ventures etc. Und das machte es notwendig, die BGB-Gesellschaft als rechtsfähig anzuerkennen. Das hat der BGH auch schon im Jahr 2001 gemacht. Aber der Gesetzgeber ist nicht nachgezogen. Und so fielen jetzt die geschriebene und die gelebte Rechtslage total auseinander. Und deswegen haben führende Juristen schon seit mehreren Jahren gefordert, wir brauchen eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts. Und die haben wir jetzt dann auch endlich bekommen. Was steht denn drin im MOPEC, wenn wir vielleicht mal mit der GbR anfangen, also mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bei der es wahrscheinlich gerade im Hinblick auf die BGH-Rechtsprechung seit 2001 ja am meisten Änderungsbedarf gab. Genau, da sind auch tatsächlich die meisten Änderungen passiert bei der GbR oder BGB-Gesellschaft. Beide Termini werden ja immer gleich verwendet. Zum einen ist die BGB-Gesellschaft jetzt ausdrücklich als rechtsfähig anerkannt worden, zumindest wenn sie nach außen auftritt. Und man hat entsprechend die Normen auch glatt gezogen. Und zum anderen hat man, und das ist wirklich neu, ein Gesellschaftsregister eingeführt für die BGB-Gesellschaft. Das heißt, BGB-Gesellschaften können sich jetzt genauso wie OHG und KG eintragen lassen. Das funktioniert eigentlich exakt gleich. Der einzige Unterschied ist, ich sagte vorhin zu Recht, können. Sie müssen es nicht tun. Also als Personenhandelsgesellschaft muss ich ja ins Handelsregister gehen. Die BGB-Gesellschaft muss das nicht tun. Allerdings gibt es so eine Art faktischen Eintragungszwang. Wenn ich also als BGB-Gesellschaft jetzt ein Grundstück erwerben möchte, im Grundbuch eingetragen werden möchte, dann geht das nur, wenn ich auch im Gesellschaftsregister stehe. Das heißt, wir haben jetzt bei den BGB-Gesellschaften deutlich mehr Transparenz als vorher. Wenn man im Gesellschaftsregister steht, wird man nämlich auch noch eintragungspflichtig fürs Transparenzregister im Sinne des Geldwäschegesetzes. Wir haben deutlich mehr Transparenz vorher und das war auch eindeutig politisch gewollt und das ist auch gut so für den Rechtsverkehr. Das heißt, die GbR nähert sich immer mehr der OHG an. Richtig, beziehungsweise die BGB, also die GbR wird eigentlich der Grundtypus der Personengesellschaften, was die eigentlich vorher auch das schon... Das hat sich der genau, ursprüngliche historische Gesetzgeber ja auch so gedacht. Hat er sich, genau, aber der ging schon noch, also der hatte schon immer so die OHG so als teilrechtsfähig und die BGB-Gesellschaft als gar nicht rechtsfähig. Das ging schon so ein bisschen drunter und drüber, deswegen mussten wir dann teilweise aus dem im Recht der BGB-Gesellschaft in das HGB schauen und vice versa. Das war alles ein bisschen durcheinander und jetzt ist es wirklich strukturiert, gut geregelt und auch systematisch gut aufgebaut. Wir hatten es ja gerade angesprochen, der BGH hat ja die GbR dann auch irgendwann mal als grundbuchfähig angesehen. Was passiert denn mit den GbRs, die jetzt im Grundbuch stehen, aber sich nicht ins Register eintragen lassen? Das kann erstmal so bleiben, wie es ist. Da braucht jetzt nichts geändert zu werden. Nur wenn dann irgendwann mal eine Änderung notwendig wird, also zum Beispiel in einer GbR jetzt ein Gesellschafter verstirbt und dann seine Erben eintreten und dann möchte man das Grundbuch korrigieren lassen, dann wird das Grundbuchamt sagen, hey, Moment mal, ihr seid ja eine GbR, wo ist euer Eintrag im Gesellschaftsregister? Und dann werden die erstmal zum Gesellschaftsregister gehen müssen, wenn sie es nicht schon gegangen sind und sich eintragen lassen. Ja, das war jetzt die GbR. Gibt es auch bahnbrechende Änderungen bei den Personenhandelsgesellschaften, OHG, KG? Da gibt es eine ganz wesentliche Änderung. Wir bekommen bei den Personenhandelsgesellschaften ein eigenes Beschlussmängelrecht.
Nicht? Also wir haben ja das im Aktienrecht, diese Anfechtungsklagen kennt man ja manchmal aus der Presse und so. Das wird im GmbH-Recht auch entsprechend angewandt, aber bei den Personenhandelsgesellschaften hatten wir bisher kein entsprechendes Recht und man hat auch keinen Rückgriff auf das Aktienrecht genommen, sondern das eigentlich allgemein nach ZPO gemacht. Und das war teilweise recht kompliziert, führte dazu, dass man immer alle Gesellschafter verklagen musste und so weiter. Und jetzt gibt es ein eigenes Beschlussmengerecht in den 110 fortfolgenden HGB, wo jetzt klar geregelt ist, dass ein Beschluss innerhalb einer bestimmten Frist, nämlich 3 Monate, angegriffen werden muss und dass die Gesellschaft der Klagegegner ist und nicht mehr die Mitgesellschafter. Im Übrigen haben wir ein paar rudimentäre Regelungen zur Beschlussfassung bekommen. Da hätte ich mir allerdings, muss ich sagen, ein bisschen mehr gewünscht. Also Gesellschafterversammlungen in Personenhandelsgesellschaften ist zwar jetzt geregelt, aber nicht wirklich viel. Und es bleibt immer noch ganz schön viel Regelungsbedarf. Und wir haben ein paar eher kosmetische Korrekturen, wo man gelebtes Recht, also das Richterrecht jetzt ins Gesetz auch aufgeschrieben hat. Da denke ich zum Beispiel an die außerordentliche Kündigung, die war bisher von der Rechtsprechung schon anerkannt, aber jetzt steht sie auch ausdrücklich im Gesetz. Was müssen denn die Gesellschaften machen, die bislang vielleicht einen alten Gesellschaftsvertrag haben aus den 60er Jahren? Denken wir an die Freiberufler-Kollegen, die Anwälte und die Ärzte und die Steuerberater. Gibt es für die jetzt akuten Handlungsbedarf hinsichtlich ihres GbR-Vertrages oder können die das alles so weiterlaufen lassen? Naja, also wer einen alten Gesellschaftsvertrag aus den 1960er Jahren hat, der hat eigentlich immer akuten Handlungsbedarf, kann man sagen. Also das hat schon Sinn, dass man da so alle 20 Jahre mal dran geht und sagt, gibt das eigentlich nur unsere Lebenswirklichkeit wieder oder nicht? Also man sollte schon da mal schauen, dass man vielleicht ein paar Dinge glatt zieht, nicht wahr? Ich würde allerdings schon sagen, weil der Gesellschaftsvertrag ja immer als individualvertragliche Regelung dem Gesetz vorgeht, solange das Gesetz nicht zwingend ist, muss man jetzt nicht unbedingt auf das MOPEC reagieren. Also wenn man schon einen guten Gesellschaftsvertrag hat, vielleicht vor 5 Jahren erst verfasst, solide alles aufgesetzt, dann hat man nicht zwingenden Handlungsbedarf. Wenn man hingegen einen älteren Vertrag hat, dann sollte man in der Tat dann auch mal drüber schauen. Ja. Müssen wir das alles morgen schon machen? Wann tritt denn das MOPEC in Kraft? Ja, das MOPEC hat eine sehr lange, eine sehr lange Schwangerschaft hinter sich. Und auch jetzt, wo es dann zur Welt gekommen ist, darf es noch ein bisschen warten, bis es auch tatsächlich lebt. Es tritt nämlich erst am 1. Januar 2024 in Kraft. Ursprünglich sollte es zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Das ist dann nochmal ein Jahr geschoben worden. Hintergrund ist dieses Gesellschaftsregister, das der Bundesgesetzgeber ja den Ländern quasi aufoktroyiert hat. Das ist ja Ländersache. Und die Länder haben dann gesagt, ey, warte mal, das können wir gar nicht so schnell umsetzen. In 18 Monaten haben wir das nicht geschafft. Und dann hat der Bundesgesetzgeber gesagt, gut, wir ziehen euch nochmal 12 Monate, ziehen wir das nochmal nach hinten, geben wir euch nochmal Zeit. Und im Gegenzug haben dann die Länder im Bundesrat darauf verzichtet, den Vermittlungsausschuss anzurufen, sodass das Gesetz tatsächlich noch in der alten Legislaturperiode verabschiedet werden konnte. Denn ich wage zu prognostizieren, hätte man das nicht gemacht, dann wäre es auch jetzt nichts passiert. Ja, danke, Herr Otte, für die interessanten fachlichen Einblicke zum Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Man hat daran gemerkt, dass Sie viel gelesen haben in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch insbesondere die gesamten Gesetzgebungsmaterialien gelesen haben. Aber abschließende, nicht fachliche Frage, was haben Sie denn sonst noch gelesen? Also was war das letzte nicht fachliche Buch, was Sie in der Hand hatten? Also aktuell, das ist eine gute Frage, vielen Dank. Aktuell lese ich ein Buch über die Entwicklung Europas im 19. Jahrhundert. Ganz spannend hier von der Zeit des Wiener Kongresses bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich. Ganz interessant zu sehen, wie sich Europa damals entwickelt hat und auch vielleicht Schlussfolgerungen daraus zu ziehen für unser heutiges Europa. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Otte, für Ihre interessanten Einblicke in das Recht der Personengesellschaft. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute war bei uns zu Gast in Frankfurt bei der DRV Mediengruppe Herr Rechtsanwalt Dr. Daniel Otte von CMS Hasche Siegle zum Thema Personengesellschaftsrecht.